Ja, hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Heute an einem Dienstag, da mich Omsi quasi wieder aufgeregt hatte. Ja, und ich diesmal Omsi auch gar nicht vorproduziert hatte. Sollte mich verschämen, ja, und nur Train Simulator vorproduziert habe. Ja, wir befinden uns heute wieder auf der Karte Gemeindewegen. Und ja, diesmal hoffentlich auch ohne Rauschen. Denn ja, in der letzten Folge haben auch schon einige kommentiert, ja, das Video rauscht und alles, ja. Habe ich überprüft, habe ich nachgeguckt, ne, das Rauschen war dann da. Ja, ich wusste auch nicht warum. Ich habe dann noch eine Testaufnahme gemacht, ja. Und da war komischerweise dann auf einmal gar kein Rauschen mehr. Und beim Livestream kriegen wir es dann auch wieder mit dem Rauschen. Und da habe ich mal einen Stecker gezogen und was war die Ursache? Ein Stück Staub. Ja, läuft. Also auf jeden Fall sollte das Rauschen vorbei sein. Ja, wir befinden uns heute wieder auf der Karte Gemeindewegen. Einer meiner Lieblingskarten zur Zeit, die wunderbar laufen. Und ich möchte mich bei allen nochmal bedanken. Ja, ich möchte mich bei Zelle LP bedanken und auch nochmal um dickes Sorry bitten. Ne? Ich weiß, du hast mir Haufen Discord-Link gegeben, die nur 24 Stunden halten und ich trotzdem bin nicht gekommen. Es tut mir leid, ich werde mich auf jeden Fall bei dir melden, wenn ich dann Zeit habe und weil es tut mir leid. Auch großes Dankeschön an dich für die Hilfe, ja. Dass du mir die angeboten hast. Und großes Dankeschön auf jeden Fall. Machst tolle Videos. Ich freue mich schon auf deine Karte Glesin. Ja, Hashtag Glesin. Beste Karte. Bald. Wenn alles klappt. Und ja, dann möchte ich mich bei Sumo Gamer TV bedanken, der mir auch einen Tipp gegeben hat. Ja, das Problem ist, einige haben mir viele Tipps gegeben. Aber ich habe die Kommentare nicht lesen können. Das hatte eine Ursache und zwar YouTube. Ja, YouTube, du hast mal wieder deine Tage bekommen. Und zwar unter anderem ein wichtiger Kommentar von O405er, denn der hat mir ja im Live-Chat geschrieben vom Livestream, hey, ich habe dir einen Kommentar geschrieben, wie man das Problem lösen könnte und alles. Ne? Das Problem ist, es hat mir nichts angezeigt, weil dieser Kommentar unter Spam gelandet ist von YouTube. Ja, das muss ich auch noch hier nochmal zulassen. Warum YouTube so eine Faxen macht, keine Ahnung. YouTube hat viele Kommentare unter Spam gesetzt, ja. Was eigentlich normale Kommentare teilweise sind, ne? Oder hier Überprüfung. 114 Kommentare in der Überprüfung, ja. Da frage ich mich. Sorry, das hörte sich gerade bestimmt nicht gut an. Aber was ich sagen wollte, das geht nicht. Was ist mit YouTube los, ne? Verstehe ich nicht, ja? Solche harmlosen Kommentare kommen unter Spam, ja? Aber wenn so ein kleines Kindergartenkind, was nicht mal deutsche Videos macht, irgendwelche sinnlosen Kommentare schreiben tut, nur weil seine Eltern ihm sonst was angetan haben, was weiß ich, wird als normaler Kommentar angezeigt, ne? Also, verstehe ich nicht. Ich muss echt nochmal gucken, ob ich das irgendwie regeln kann. Ja, kann auch nicht sein, dass ein kleines Kindergartenkind sich da austoben kann mit bescheuerten Sätzen. Ja, und die normalen Kommentare landen dann höchstens in der Überprüfung oder unter Spam. Das ist doch bescheuert, YouTube. Naja, egal. Ist sowieso momentan echt ein bisschen komisch. So, dann mal hier auch noch ein guter Tipp gewesen, was auch noch als Spam reinging, ja. Da denke ich mir, Leute, was los? Ja, so, da gab es ja den Tipp wegen der Hofdatei. Aber das brauchte ich ja nicht wissen, weil ich hatte die Hofdatei drinne, den Fix. Ich wusste ja, dass die Hofdatei Probleme hat. Das wusste ich bei der ersten Installation schon und ich habe auch die richtige eingefügt. Auch bei dem KI-Bus, der komischerweise manchmal nicht rumfährt, ne. Also wie gesagt, an alle, die jetzt Kommentare geschrieben haben, ja, die Fragen gestellt haben, alles. Es tut mir wirklich leid, wenn ich darauf nicht geantwortet habe, weil das hier unter Spamming gelandet ist oder unter Überprüfung.
was mich persönlich ein bisschen ankotzt, ja. Und ja, selbst seine Antwort hier, ne, kam unter Spam, weil er mal Danke geschrieben hat. Also, was los? Ich werde mich auf jeden Fall mal die Tage beschäftigen und alle Kommentare nochmal durchgehen. Und dickes Sorry nochmal. Ja, also, keine Ahnung, was das soll. Oder hier, moin, cooles Video, YouTube. Ah, das ist Spam. Weg damit. Ja, bekloppt. Einfach bekloppt. So, dann habe ich noch ein Video gefunden von den Simulight. Er hat ein Video gemacht, Gemeinde wegen geht endlich bei mir. Texturen fix. So, diesen Tipp habe ich einfach übernommen. Video verlinke ich euch in der Beschreibung und seitdem habe ich auch keine Texturenprobleme mehr. Hinweis, die Texturen wurden im Editor entfernt. Ja, sie wurden entfernt und somit hast du keine Texturenprobleme mehr. Das heißt auch, OMSI müsste endlich normal laden können, die Karte. Weil quasi dann keine Texturen mehr fehlen. Weil ihr kennt das ja in OMSI, ne? Sobald irgendwas fehlt, läuft OMSI amok und er rächt sich irgendwann dafür. Ja, so, die Texturen sind jetzt verschwunden. Bam, jetzt haben wir's. So, ich bin auch nochmal in die Global durchgegangen. Ob mir da irgendwas fehlte. Mir fehlte halt nur dieses eine, diesen einen Sandweg in Rot. Das fehlte mir nur. Das eine, was er angeblich nicht finden konnte, hatte ich. Es wurde aber irgendwie falsch eingetragen. Das stand nämlich in JPG-Format statt in BMP-Format. Ne, Quatsch, die Textur war in JPG-Format. Aber in der Global stand BMP-Format, ne? Also ganz komisch. Dann waren auch irgendwelche komischen Ordner, die einen anderen Namen hatten und alles. Und ach, was ist der Geier. So. Gut. Dann sind wir jetzt hier in OMSI wieder. Und ja, wie ihr seht, sind alle Texturen da. Gott sei Dank auch. Ich bin froh. Das heißt, OMSI dürfte nicht rumzicken. Loading AI wird er mir nicht anzeigen, weil die rote Schrift nicht geht. Das ist halt typisch OMSI. Danke. Und ja, ganz bekloppt. Egal. Ja, wir fahren heute in Schulbus auf dieser Karte. Und wie gesagt, eigentlich müsste noch alles funktionieren. Ich habe mir immer noch mal die AI-List angeschaut und die noch mal bearbeitet. Und zwar laut AI-List. Erstens habe ich alle Fahrzeuge, die auftauchen. Zweitens habe ich einfach mal die Fahrzeuge ausgetauscht. In Hamburger Fahrzeuge und Bremen-Nord Fahrzeuge. Weil teilweise Fahrzeuge von Ruhrgebiet dabei sind und ich brauche keine Ruhr-Schrottfahrzeuge. Ja. So, zweitens, in der AI-List steht was von Fahrradfahrern drin. Auf dieser Karte ist kein einziger Fahrradfahrer unterwegs. Ist mir bisher nicht aufgetreten. Deswegen habe ich die Fahrradfahrer von dieser AI-List weggestrichen. Kann sein, dass es dadurch auch noch Probleme gibt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde angegeben, dass Fahrradfahrer in der AI-List sind. Aber hier sind weit und breit keine Radfahrer unterwegs. Deswegen habe ich sie rausgelöscht und dementsprechend auch gespeichert. Ich habe auch nach dem Bus nachgeguckt. Also, den Setra, der hier angegeben worden ist, der existiert bei mir. Ich habe auch den Pfad überprüft, ne? Auch die Werbung ist alles vorhanden. Aber er fährt irgendwie hier nicht rum. Weiß der Geier warum. Ja? Und, ja, es ist wie gesagt ganz komisch. Ne? Also, das ist wirklich die erste Karte, die mich so richtig hier, ja, fertig macht. So, wir fahren heute die Linie 482 von Bad Hofbach Marktplatz nach Wegen Schule und bringen halt die Schüler zur Schule. Die Linie geht ungefähr eine halbe Stunde. Ich würde sagen, wir rüsten unsere Karre auf und hoffen, dass wir heute nicht im Himmel landen. Denn ich sage euch eins. Wie gesagt, ich bin euch sehr dankbar für die Hilfe an allen, ja. Aber wenn wir heute wieder im Himmel landen, landet diese Karte höchstpersönlich auch noch im Let's Play in den Papierkorb. Das sage ich ganz ehrlich, weil jetzt fehlt wirklich nichts. Es fehlen keine Texturen mehr. Es fehlt gar nichts. Es muss einfach laufen. Wenn es nicht geht, dann sage ich, schau, brauche ich nicht mehr. So, dann kommen wir nochmal in der
finalen Version gucken. Aber wie gesagt, das ist halt noch eine Beta-Version. So, und OnSiSound mache ich mal ein bisschen leiser hier, damit ihr auch noch was von meiner Stimme hören könnt. So, wir stellen noch die Uhr um auf 5 Uhr 44. Ja, Ticket, wegen Ticketsystem, ne? Fahrgäste, die reden, funktioniert nicht. Ja, Florian Karl hat irgendwas mit einem Ticket-Pack-Fix erzählt mal im Video, glaube. Gibt es aber nicht. Es gibt nur einen Link für den Ticket-Pack und fertig. Wie gesagt, ich habe alles installiert, aber Leute reden trotzdem nicht. Ja. Die Leute in Gemeindewegen sind halt sehr sprachlos. Die können halt nicht reden, haben halt keine Manieren gelernt, den Busfahrer zu grüßen. Wieso funktioniert denn jetzt der Blinker nicht? Lol. Wieso funktioniert denn der Blinker nicht? Ach, OnSi, willst du mich gerade richtig rollen? Dann fahren wir heute ohne Blinker. Dass der Blinker nicht funktioniert, das wundert mich jetzt aber doch. Aber egal. So, wir stellen die Linie ein. Das ist die 482. 48200. Und die Route 1. Denke ich mal. Wegen Bahnhof, genau. So, einsteigen will hier keiner. Dann. Gut. Warten noch eine Minute. Ja. Weil der Blinker nicht funktioniert. Weil ich kann ihn nicht manuell steuern. Das ist doch auch. Warte mal. Nicht, dass es jetzt auf einmal mein Lenkrad liegt. Eingabegeräte. Nein, nicht Eingabe. Ich bin doof. Tastatur wollte ich. Wie Sie sehen, ist hier ein Profi am Werk, aber so ein richtiger Profi. Prost in diesem Sinne. Es kann wohl nicht wahr sein heute. Das ist auch nervig, in OnSi Triggerliste wird geladen. Also, es ging in OnSi 1 viel schneller. Das Doofe ist, OnSi 1 ist nicht mehr mit Windows kompatibel. Beziehungsweise mit Windows 10. Ich habe nämlich bei Aerosoft gefragt, ob sie mir nochmal einen Key geben können, da mein OnSi 1 Key nicht mehr funktioniert. Ja, die Antwort war, ja, wir können ihnen leider keinen Key geben, da OnSi 1 nicht mehr unter Windows 10 läuft. So, da frage ich mich, warum verkauft man heute immer noch OnSi 1, wenn es in Windows 10 sowieso nicht mehr geht? Naja. Nee. Komm, mach fertig. Eine Ewigkeit später. So lange später, viel zu lang. Ach Mensch. Hätten sie mal diese scheiß Lotus-Idee aus dem Kopf geschmissen und wären sie mal bei OnSi geblieben. Ich meine, was wollen die denn von Lotus? So, Blinker rechts, Blinker links. Funktioniert so. Ich will jetzt aber Tastatur. Shit. Es ist wieder hier. Blinker links, Nummer 7, Blinker rechts. Ich will mal gucken, ob das. Nee, der Blinker ist kaputt. Warum gibt mir.
Jetzt hat man mir auch noch einen kaputten Bus gegeben. Das ist doch eine Frechheit. Nee, nee, nee. Muss ich darüber? Tatsache, ich muss hier anhalten. Ups. Leute, ich komme gleich. Dauert noch ein bisschen. Verdammt. Jetzt stehen wir auch noch an der falschen Haltestelle, ey. Ja, keine Ahnung, warum der Blinker nicht geht. Der Bus ist eigentlich in Ordnung. Ich habe heute mal ein anderes Repaint genommen. Ein Repaint von Leinefelde. Eine Karte von Perotinus, glaube ich. Die, glaube ich, eh nicht veröffentlicht wird. Weil das war mal vor ein paar Jahren im Gespräch gewesen. Und es gab auch Bilder dazu, aber seitdem ist Funkstille. Was ich persönlich sehr schade finde. Ja. Bisschen Abgasverschmutzung hier Richtung Fahrgäste. Ist auch was Nettes. So. Da ist frei. Da ist auch frei. So, jetzt wird's geheizt. Die Performance ist, glaube ich, besser, ne? Kann das sein? Gib Gas, ich hab's eilig. Die Fahrgäste warten. Dietersloh, wenn ich es richtig gelesen habe. Ganz schön eng hier die Straße, kann das sein? Naja, egal. Zurück nach Bad Hofbach. Zum Marktplatz. Fahrgäste warten ja schon. Eieiei, ganz schön enge hier.
Ernsthaft, die Fahrgäste sind jetzt weg. Come on. Wir machen trotzdem mal Tür auf, falls sie doch noch kommen sollten. Ja, 5 Minuten Verspätung. Gut. Kann nicht mit leben. Eieiei. Ja, ich weiß, man hätte auch woanders irgendwie besser wenden können. Ich weiß nicht, ob man da reinkommt im Pennymarkt. Mal gucken. Ach, guck an. Die Idioten sind wieder da. Wollen gerade bei Penny einkaufen. Toll. Die hätte ich nicht wenden können. Ist alles abgeriegelt. Normalerweise ist es auch so, wenn hier eine Linie endet am Marktplatz, dann musst du wirklich noch einen kompletten weiteren Weg fahren als Betriebsfahrt zu einem Depot. Und der ist noch viel weiter weg, ja, damit du auch hier wieder zurückfahren kannst. Das ist auch sehr interessant, ne? Also, ja. Ich brauch dir eigentlich gar nicht mehr angucken, die Idioten reden doch eh nicht mehr mit mir. Ach nee. So, auf geht's. Nächster Halt, Abzweig Bad Hofbach. So, ich hoffe, dass die Lautstärke okay ist im Video heute. Weil der Bus ist sehr laut. Ich glaube, Loading AI ist nicht mehr, ne? Weil er macht nicht so eine komische Nachladeruckler. Es läuft viel besser jetzt. Ich weiß nicht, ob es an den Texturen lag oder an den Radfahrern. Weil wie gesagt, in der AI-List stehen Fahrradfahrer drin. Aber das Problem ist, auf dieser Karte fährt keine Sau Fahrrad. Keine Ahnung. Hauptsache es läuft. Achtung. Oh, der hat eine Panne. Muss ich geradeaus oder da rum? Fahren jetzt einfach geradeaus weiter. Ich glaube, wir hätten doch rumgemusst, ne? Na gut. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines Fehlers fällt heute der Halt Rüdingshofen Edeka aus. Wir bitten um Verständnis.
So. Oh, da ist die Potzelei. Oh, oh, oh. Hier hat es einen Unfall gegeben. Ach du Gott. Ach du Gott. Hier ist ein WC? Tatsache. Ja, moin. Schön. Hier sind wir noch gar nicht lang gefahren, ne? Sieht ja geil aus. Ja, zwei Haltestellen müssten ausfahren heute. Wollte eh keiner raus. So, wann hätten wir hier eigentlich Abfahrt? Oh, was mit Zucker? Rot. 52, wir sind eh zu spät. Waren eh nur zweite Stelle. Die können ja gerne ein Taxi nehmen. Man, hier wollte eh keiner raus. In diesem Ort. Eieiei. Schulbusse Grundschule. Ist das nicht halt Grundschule? Nee, wir sind doch kein Schulbus, ne? Wir fahren ja nur zur Schule, aber fahren jetzt normalen als normale Linie. Stimmt ja. Habe ich ja total vergessen. Wir sind ja quasi kein Schulbus, wir sind nur eine normale Linie. Naja, egal. Hallo. Also die Karte scheint jetzt wirklich komplett zu funktionieren. Gut, es mussten halt die Texturen aus dem Editor entfernt werden, ne? Ja. Aber sonst läuft's. Ja. An den Entwickler würde ich mir aber trotzdem wirklich sehr wünschen, wenn er demnächst irgendwann die finale Version veröffentlichen sollte, dass er vielleicht in der README schreiben sollte, welche Textur man alles braucht. Ne, weil, wie gesagt, ich habe wirklich alles installiert, aber diese zwei Texturen, das sind die einzigen Texturen, die immer wieder fehlen und ich habe keine Ahnung woher. Ja, also wäre schon cool, wenn man das mit angehen könnte. Ich weiß, dass er das aus Copyright-Rechten nicht mit liefern darf, aber es wäre mir schon sehr, es wäre mir quasi eine Riesenfreude, wenn er die Texturen irgendwie verlinken könnte. Weil irgendwo muss man sie ja downloaden können, ne? Und da hilft ja nicht einfach so ein Link, ja, wie kriegt man diese Grasstreifen-Texturenfehlern weg, ne? Einfach mal einen Link reinsetzen, die Texturen fehlen euch, ladet sie euch später da runter, da sind diese Karten, die nicht mitgeliefert werden können. Das wäre viel einfacher gewesen. Ja, aber ich will den Entwickler jetzt aber auch nicht schlecht reden, ja? Ich meine, ich finde die Karte wirklich Hammer. Ja, von der Gestaltung her top, alles top. Kannst du echt nicht meckern. Ja. Aber wie gesagt, es ist halt die Installation, die der den ganzen Spaßfaktor wieder wegmacht. Weil wie gesagt, die Karte ist die einzigste Karte, die mich sowas von teilweise in Aufregung gebracht hatte, die zum Laufen zu kriegen, ne? Wie gesagt, ich freue mich wirklich auf die finale Version, ne? Und würde mich natürlich freuen, wenn er die zwei speziellen Texturen irgendwie verlinken könnte, dass man sie irgendwo runterladen kann. Ja. Und nicht selber danach suchen muss. Ja. Was bei mir kläglich gescheitert ist. Weil, wie gesagt, ich habe die zwei Texturen immer noch nicht.
Aber ich habe diese doofen Texturprobleme nicht mehr und seitdem läuft die Karte auch. Ja. Weil die Texturen sind jetzt einfach nur entfernt worden. SimuGamerTV hatte mir auch noch einen Tipp gegeben. Das war, glaube ich, bevor mir Zelle LP auch noch Hilfe angeboten hatte. Weil SimuGamers Kommentar ja anscheinend auch unter Spam landete. Und zwar einfach mal die Texturen auszutauschen. Ja. Das Ding ist, dass mit diesem komischen Sand, diese komische Sandtextur, ne? Sand, Erde, Rot, Gedönste, ne? Gedünster, ne? Die habe ich ja ausgetauscht. Ich habe quasi die eine Textur kopiert und den Namen umgeändert, so dass es eigentlich genau gleich hieß, aber die Texturprobleme waren trotzdem vorhanden. Das war ja das Doofe. Jetzt sind zwar die zwei Texturen weg, aber das stört mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil es sieht besser aus und außerdem sehe ich jetzt hier nicht, was das Ganze bescheuert aussehen lassen würde, wenn die zwei Texturen weg sind. Ah, hier ist ein Meckes. Oh, können wir lecker frühstücken hier. Mein Gott. Das ist ja toll. Richtig mit Einfahrt hier, herrlich. Und dann nehmen noch ein Car-Service. Ja. Boah, ist ja geil. Sie, was hast du vor? Gut. Klinik. Muss ich jetzt darum? Klinikum. Halten wir irgendeine Klinik? Ja. Sind irgendwelche Ampeln fehlerhaft, kann das sein? Okay, die sind extra zugedreht, weil die in Betrieb sind, okay. Oh, Sonne! Oh, furchtbar! Geh weg, Sonne! Bestrahl mich nicht! So. Hier. Hier. So. Ich bin nicht komplett runter. So, wir sind in der Klinik. Wann sollten wir denn hier sein? Klinik. Klinikum. 5.58 Uhr. Na gut. Aber der Fahrplan ist nach wie vor sehr straff, finde ich. Ja. Das sind 2 Minuten.
Ich glaube, dafür haben wir länger gebraucht, bis wir in diese komische Einbucht kamen. Wo ich hätte eigentlich abbiegen sollen. Also der Fahrplan ist, ja, sagen wir es mal so, noch etwas sehr streng, sagen wir es mal so. Ich glaube nicht bei allen Läufen so, aber bei dem hier ist es streng. Weil ich bin gebrettert wie eine Sau und habe, ja, 8 Minuten Verspätung. Wie gesagt, strenger Fahrplan. So, die Ampel geht hier nicht. Da die ist zwar an, aber ist nicht, wurde quasi weggedreht. So, lad nach Oms. Komm, Oms. Dritte Ausfahrt. Die zweite. Also das mit den dynamischen Hilfsweinen, das wurde echt beschissen programmiert. Das muss man wirklich mal sagen. Ich meine, es ist zwar schön, dass es solche Hilfsweine gibt, ne, aber die helfen überhaupt nicht weiter. Weil ich habe gerade keine Ahnung, wo lang es geht. Entweder muss ich jetzt hier rein oder da rein. Rödersburg. Das ist die nächste Haltestelle hier. Rödersburger Markt. Was kam nach der Klinik? Rödersburger Markt. Wie gesagt, das mit dem Pfeil hier, mit den dynamischen Hilfsweinen, ist manchmal echt eine Katastrophe. Ich meine, gut. Omni Navigation löst die Probleme, ja. Das Gute. Ja, ohne dieses Programm bist du wirklich aufgeschmissen. Ist einfach so. Sieht so aus, als ob du schweben. Hallo? Hä? Wie oft soll ich die Tür noch unten aufmachen? Mach doch mal hin beim Aussteigen. Ich habe Verspätung. Meine Güte. Ich habe nicht die ganze Sachzeit. Kein Wort reden, aber. Naja. So, jetzt wird's interessant. Ich denke mal, ich muss jetzt hier rum, ne? Oh, Sonne, Alter. Was ist denn hier los? Nächster Halt, Rödersburg Berufsschule. Ich weiß gerade nicht, ob hier noch Sommerferien sind in Omsi oder nicht. Ne, das ist das Problem. Shift Z geht nicht. Also die rote Schrift. Genauso wie der Blinker, ey. Ich fass es nicht. Der ging doch immer. Bin noch mit dem Bus gar nicht gefahren. Egal. So, der will rum. Der wartet hier gefälligst. Oh Gott, ist das hier ein Pfeilchaos. Ach du Scheiße. Habe ich jetzt irgendwas gerammt oder bin ich jetzt an der Bordsteinkante gegengestoßen? Nö. Hä? Was habe ich denn gerammt gerade?
Eigentlich gar nichts. Lol. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Auch schön. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Da muss der Entwickler noch mal ran. Da müssen wir auch die Kollision ausmachen. KI-Fahrzeuge, Kollision und das aus. So, allgemein Kollision aus. Weil wir hatten eine Kollision angehabt. Müssen wir aber ausmachen, weil hier irgendeine unsichtbare Wand ist. Naja. Ist ja nicht so tragisch. Ist ja, wie gesagt, noch alles Beta. So, hier sind wir auch letztens, glaube ich, gestartet, ne? Da sind wir auch, glaube ich, ohne Kollision gefahren. Da habe ich mich am Ende gewundert, warum die Kollision aus war. Und die habe ich dann wieder angemacht. Warum das so war, keine Ahnung. Nächster Halt, Rödersburg Markt. Nach wie vor eng hier, ey. Das ist ja Wahnsinn eng hier. Einerseits zum Glück, dass da kein KI-Bus entgegenkommt, aber andererseits schon ein bisschen komisch. Da ist irgendwas mit der AI-List nicht in Ordnung. Weil, wie gesagt, es kommt kein KI-Bus entgegen. Fahrzeug besitze ich, Repaint besitze ich. Da ist irgendwas falsch. Ich denke mal, dass es Omsi auch nicht mag, wenn er in der AI-List drinne steht. Ja, Digga, du musst, da fährt ein KI-Bus eigentlich, aber der wird hier nicht eingesetzt. Fange ich einfach mal an rumzuspinnen. Vielleicht sollte ich es auch mal wie Flo machen. Einfach mal den KI-Bus mit entfernen. Den hat er, glaube ich, auch mit entfernt. Ich weiß es nicht. Werde ich zur nächsten Folge mal rausschmeißen aus der AI-List. Weil, wie gesagt, es fährt hier kein KI-Bus rum. Und in der AI-List ist er halt angegeben. Und ich weiß nicht, was das in OMSI bewirkt. Wenn in der AI-List steht, da fahren Haufen KI-Busse rum mit der und der Werbung und dem und dem Kennzeichen, ne? Und in OMSI fährt nichts rum, da weiß ich nicht, ob da unsere Probleme macht. Bin wie gesagt kein OMSI-Experte hier. Ja? In Sachen Kartenbau. So, jetzt müssen wir aber die andere Ausfahrt nehmen, genau. So, Manfred geht über die Straße. Wir keine überfahren, dafür wieder in das Auto Leitung. Ne? So, nächster Halt, Abzweigung Edelstedt. Ah, cool, ein Trabi. Das habe ich auch schon bei Flo gesehen, ne? Das ist mir selber gar nicht aufgefallen, dass bei den Tankstellen oben auf dem Dach ein Trabant ist. Das ist geil gemacht. Finde ich richtig cool gemacht mit diesem Trabant. Ich glaube, da müssen wir rein, ne?
So, nächster Halt, Edelstedt. So, haben wir heute Grundstück. Guten Morgen. Nächster Halt, Kleinhaus. Übergangsmöglichkeiten in Richtung Großhaus. Eieiei. Da fehlt den Hilfsfall. Linie. Puh. Jetzt habe ich wieder die Frage, wo geht's lang, weil hier ein Hilfsfall fehlt. Ortsmitte. Edelstedt. Ich glaube, es geht wieder zurück, ne? Weil wenn der Edelstedt steht, dann geht es eigentlich wieder zurück, weil hier kann es nicht mal lang gehen. Ne, hier kann es auch nicht. Hier ist Ende im Gelände. Schön. Schön, schön. Ach, der Mirko will einsteigen. Hier wollen auch welche raus. So, da steht ein 6,28er und ein 9,28er. Schön. Sind aber nur Statik-Vehicles. Die einfach nur rumstehen, weil die Zug fährt nicht. Diese Sonne, Mensch, du kannst warten, Kollege, mit der Erhöhung. Von daher, egal. Los, lad nach. Alter, was ist das für Scheiß? Junge. Hätten wir noch Kollision, dann hätte sie kracht, aber ordentlich. Nächster Halt, Hochfeldern.
30. Guten Morgen. Na halt nicht. Musste ich da wirklich rum? Ja, ich dachte schon. Nächster Halt, Kühlersbrunn, Feuerwehr. Falls es für Feuerwehr stehen sollte mit den FWH. Feuerwehr. Die Feuerwehr, da steht's auch. Die Bremer Feuerwehr. Nächster Halt. Kühlersbrunn Grundschule. Manfred, bitte aussteigen. Du bist am Ziel. Das waren wir ja auch schon mal, ne? Glaube ich. Ne, hier waren wir glaube ich nicht. Oh, die Schule wird renoviert. Na klasse. Was macht denn die Verspätung? Wir sind an der Grundschule. Grundschule. Grundschule 6.15 Uhr, 6.23 Uhr, toll. 8 Minuten Verspätung. Der Fahrplan ist sau streng, du kriegst echt keine Verspätung raus. Kann mir jemand erzählen, was er will, ja? Der ist streng. So, jetzt müssen wir hier rum, oder was? Anscheinend. Muss ja. Ja. Nach links wenden. Alles klar. Aber cool gemacht. Also eine Gelenklinie ist es definitiv schon mal nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Nächster Halt, Kühlersbrunn, Feuerwehr. Frei. Nächster Halt, Abzweig Sinnbach. Ich muss hier rum. Interessant. Oh. Also LKW ist dafür nicht lang. Warum das denn?
Wegen der Haltestelle oder? Ja. Hat da jemand raus? Ne? So, muss ich dann geradeaus weiter oder muss ich denn hier rum? Ne, hier rum muss ich nicht. Aber sieht ja auch ganz geil aus. Wenn man so von hier aus guckt, ne? Schön. Gefällt mir. Nächster Halt, Abzweig Hochfeldern. Okay, wir müssen rechts. Da kommt nichts, da kommt nichts, da kommt auch nichts. Also go. Ganz schön viele, die hier einsteigen und aussteigen sogar. Gibt es hier irgendwas zu kaufen, dass ihr alle raus wollt? Wir sind noch nicht mal in den Ort drin, richtig. Nächster Halt. Nicht bekannt. Bin ich jetzt richtig gefahren? Musste ich abbiegen? Ich weiß es gerade wieder nicht. Das ist unglaublich. Nein, ich musste geradeaus. Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, nee, ich habe mich an der einen Haltestelle da konzentriert. Deswegen dachte ich, es geht gerade, es geht rechts rein. Mann, du Idiot. Shit, shit, shit. GTS2 mäßig jetzt mal. Einparken. Oh, klappt. Ja. Ist okay. Jetzt verstehe ich auch, warum die alle hier raus wollten, ne? Und einsteigen wollten. Dass hier einfach nicht reingeht. 80, jetzt wird geheizt. ZF. Am Omnibushandel sind wir gleich. Okay. Das war die Straße gewesen, die mir auch als ein bisschen Textur angezeigt worden ist und die ich auch glaube eigentlich Besitz hatte. Normalerweise wären jetzt die grünen Streifen. Lol. Hm. Egal. Hier sind wir doch letztens hier reingefahren, oder? Ich weiß es nicht mehr. Geradeaus geht's dann weiter. Ne, hier waren wir noch gar nicht.
Ah, das sind bestimmt diese komischen Sandwege, diese roten, ne? Die fehlen. Aber hier waren wir doch schon mal. Verstehe. Das sind auf jeden Fall diese wunderschönen Texturen, die mir angeblich gefehlt hatten. Aber die hatten wir doch letztens im Besitz gehabt. Hä? Was? Nochmal zur Erklärung. Also in der einen Folge sind wir hier auch lang gefahren. Hier ist ja diese Schule, ne, mit dieser Einbucht. So. So, da hatten wir ja Texturen an den Straßen. Das war ja so ein komischer Weg. So. Vorhin, wo ich in diesem Map-Editor war und halt diese zwei Texturen rausgelöscht hatte, verschwand zuerst eine grüne Textur mit Streifen. Wo ich die zweite entfernt hatte, verschwanden auch die anderen weißen Texturen. So, ich habe eigentlich nur zwei Texturen entfernt, wo halt Grafikfehler war quasi, wo halt diese weißen Streifen waren. Komischerweise ist das jetzt hier auch verschwunden. Lol. Wir stellen uns einfach einen schönen Weg vor. Beste Methode. Stellen uns vor, da ist ein wunderschöner Weg. Ja, mit ein bisschen Fantasie klappt es auch heute. Da fehlt nur ein bisschen eine Fantasie. Wie bei SpongeBob. Eine ganze Menge Fantasie. Oder was er damals sagte. Ich habe die Serie Ewigkeit nicht mehr gesehen. Und wird halt größer, ne? So, wegen Kirche. Da muss ich nochmal nachgucken. Ich mach da nochmal einen Test. Vielleicht kriege ich das in der nächsten Folge so hin, dass sie auch wieder die Texturen sind. Ich kann auch irgendwie nicht Sinn. Ich entferne zwei Texturen, so damit kein Grafikfehler mehr entsteht und zack, fehlt hier eine Straße. Gut, ich gebe zu, da war so eine Straße dabei, die ich mit entfernt hatte. Ja, wie auch der Sumo, ich habe den Namen leider gerade wieder vergessen, es tut mir leid. Wie er es halt auch gemacht hat. Bei ihm war es genauso, nachdem er den zweiten Teil entfernt hatte, war die Karte nicht mehr mit weißen Streifen. Und das habe ich dementsprechend auch so gemacht, ne? Aber das deutlich hier. Dieser Weg hier verschwindet, das ist komisch. Egal. So. Okay, wir fahren bis wegen Schule. Nee, wegen Bahnhof. Hä? Was ist denn das hier? Wir sollten hier gar nicht halten. Lol. Das ist doch nur. Ich bin Dusse. Jetzt habe ich sie schon in der Schule rausgespissen statt am Bahnhof. Vor allem, wir fahren noch gar nicht bis zur Schule, ne? Wir fahren ja nur bis zum Bahnhof. Endstation ist am Pausenplatz, wo wir Busfahrerpause machen können. Gut, dann haben sie halt einen kleinen Zusatz halt bekommen, weil ich so freundlich bin, ne? Nächste Halt wegen Bahnhof. Ausstieg rechts. Diese Fahrt endet hier. Abhauen, bitte. Digga, du sollst nicht über meinen Bus laufen. Gott, Gott, Gott. So. Schule. Ja, Pausenplatz, ehrlich gesagt. So, Pfeil sagt, ich sollte hier reinfahren. Hm, klar. Lass mich doch nicht verarschen. So. Aber ich sollte hier reinfahren, ne? Aber wir fahren geradeaus weiter. Mann. Na gut, wenn man es so sieht, ne? Für Omsi ist es gerade keine fehlende Textur, ne?
da sie ja im Editor nicht mehr vorkommt. Muss man auch mal so positiv sehen. Wir stellen uns eins daneben hin, ist es egal. Fahrplanauswertung kriegen wir eh nicht, weil wir diesen einen Halt nicht angefahren haben, aber es ist egal. So, wir sind angekommen. Ja moin, war das eine verrückte Fahrt heute? Kannst du echt keinem erzählen, aber wir haben es geschafft. Wir sind zum ersten Mal auf dieser Karte ohne zu sterben angekommen. Ne? Also wir sind nicht im Himmel gelandet. Das sind gute Fortschritte, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, hätte ich wirklich ohne eure Hilfe gar nicht geschafft, muss ich ehrlich zugeben. Ich war wirklich am Verzweifeln. Ich habe mir die ganzen scheiß Hotfix installiert. Ich habe dies und jenes. Ich habe nachgeguckt, welche Textur nur fehlte. Es hat nichts gebracht. Ja, also ohne euch wäre die Karte immer noch im schlechten Zustand. Ja. Und ich würde mir wirklich wünschen, wenn die finale Version draußen ist, dass man wirklich auch diese zwei fehlenden Texturen irgendwie verlinken könnte, damit man sie runterladen kann. Ja, weil wie gesagt, diese Texturen fehlen einfach. Ja, und das ist halt sehr schade. Die einzige Lösung war halt gewesen, die zwei Texturen aus OMSI 2 aus dieser Karte hier zu verbannen. Komischerweise ist jetzt diese Textur mit verschwunden. Ja. Weil, wenn diese Textur quasi noch da wäre, hätte ich immer noch bei der anderen Textur weiße Textur. Keine Ahnung warum. Ich werde das Ganze nochmal überprüfen. Ich werde mich da nochmal ein Zeug legen und in der nächsten Folge befinden wir uns dann nochmal hier auf der Karte. Da fahren wir mal einen Expressbus. Ja. Und da wird auch dieses Problem hoffentlich auch behoben sein. Ich werde mir das Ganze nochmal anschauen. Und ja, wie gesagt, mein Fazit zu dieser Karte: Die Karte ist echt wunderschön. Die Performance ist grandios top. Ja, also wirklich. Die Performance ist deutlich besser als in den letzten Folgen, weil da irgendwie die Texturen gefehlt hatten. Das hat uns jetzt zum Verzweifeln gebracht. Ja. Es kann aber natürlich auch sein, dass es an den Radfahrern liegt, weil laut AI-List sind hier Radfahrer unterwegs. Obwohl kein Radfahrer unterwegs ist. Zumal auch, glaube ich, kein Radfahrt gelegt worden ist. Ja. Aber ansonsten wirklich eine schöne Karte. Ja. Das einzige Manko war halt die Installation, dass das so ganz so kompliziert ist. Ne? Das ist das einzige Problem, was ich hier habe. Diese komplizierte Installation. Und das ist wirklich die einzigste und allererste Karte, wo ich sage, die Karte ist viel zu schwer zu installieren. Ja, also. Also so ein Aufwand. Ja, hatte ich echt noch nie gehabt. In den ganzen Jahren noch nicht. Aber die Karte ist top. Ich muss es wirklich sagen. Ich freue mich auf die finale Version. Ja. Und sonst finde ich die Karte wirklich wunderschön. Und freue mich natürlich, wenn die Karte weiterentwickelt wird. Ja. Das Einzige, was ich mir noch wünschen würde, ist, wenn die finale Version wirklich draußen ist, dass es nicht, ja, wieder so kompliziert wird, dass auch die Angaben richtig sind. Ich hatte ja auch, habe ich ja letztens schon gesagt, es hatten ja ein paar Objekte gefehlt. Das Problem war ja gewesen, die Objekte, die du brauchtest, hatten einen ganz anderen Namen. Das heißt, ich musste quasi noch den Ordner umbenennen, damit das Ganze funktionierte. Ja, also, das war auch so eine Sache gewesen. Wie gesagt, wenn bei der finalen Version dieses Installationschaos nicht so wäre, oder später ist, ne? Und nicht wieder auf dem Hotfix sind, sondern dass man das alles in eins verpacken könnte, dann wird die Karte richtig geil. Installation geil und Karte allgemein geil. Ja. So, genug gequatscht. Ich mache jetzt hier Feierabend. Eine Stunde 10, das reicht locker heute. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Bedanke mich auch höchst an OMSI, dass er tapfer durchgehalten hat. Auch wenn kein Shift Z geht und wenn auch kein Blinker geht, warum auch immer. Also irgendwas hat OMSI immer, ne? Da läuft die Karte mal perfekt. Ach, OMSI kommt auf andere Ideen, um ein bisschen rumzuspinnen.
Egal, ich wünsche euch allen noch einen schönen Dienstag und wir sehen uns das nächste Mal wieder in OMSI 2. Wir werden demnächst auch wieder auf anderen Karten fahren, natürlich, ja. Unter anderem auch mal wieder auf Winsenburg 2015 Updated. Da bin ich ja letztens schon eine Tour gefahren. Oder halt mal auf ganz alte Karten, wie zum Beispiel Sittingen oder so, ne? Könnt ihr gerne eure Kartenwünsche mal in die Kommentare schreiben. Und ja, es wird demnächst auch mal wieder ein OMSI 2 Livestream geben. Ich weiß aber noch nicht wann. Weil ich will jetzt hier nicht sagen, ja, dann und dann kommt ein Stream und dann, boom, war's das, fällt aus, ja. Also von daher, ja, so, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch allen noch was und in diesem Sinne, macht's gut, euer Schwenomsi TV. Tschüss.